Ich habe eine von drei GSG 9 Runden fertig. Also wir sind jetzt, wir haben jetzt einen Diamond-Typen dabei gehabt. So hohe haben wir beim Unranked noch nie dabei gehabt. Das stimmt, ja. Vorhin haben wir Platin-Leute. Platin war auch diesmal wieder mit dabei. Wir haben es aber diesmal halt verloren, ne? Das weiß man jetzt nicht, wie er das jetzt wertet. Ja, das ist halt sowieso völlig undurchsichtig, wie er es macht, ne? Ja, aber den hätte ich jetzt haben müssen, verdammt. Zwar hat mir echt nur 2 Sekunden gefehlt oder so, ey, so eine Scheiße. Ich hätte wahrscheinlich am Anfang, als ich wusste, wo. Ich meine, auch klar, dass er sich nicht umpostiert, ne? Ich hätte wahrscheinlich beim ersten Mal gleich pushen sollen. Nachdem ich wusste, nachdem ich ihn ausgedroht hatte. Oh, NZTs. Outback, das ist ja fast genauso schlimm. Ah. Weg ist jetzt nicht so geil, ne? 4 NZTs. Oh, je, 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 je. Aber Level 103. 114. 216, ja, das kann alles Mögliche sein vom Rang. Und 162, ja, das kann schon alles Mögliche sein. Thatcher, ja, am Arsch hängt der Hammer, ne? So. Oh nee. Nein! Gott sei Dank, ey. Der eine hat auch gerade gefragt, wie kannst du Level 100, hier Level 215 sein oder was, ne? Das wäre ich gewesen. Ja, ganz einfach, wie geiler bin als der Typ. Der war Level 400 irgendwas, der Diamond-Typ. Ja. Ja, ich gesehen 420 oder irgendwas, ne? Ja. War aber auch so ein Kiddie, also nichts anderes. Wenn man 24/7 seines Lebens nichts anderes zu tun hat, als Rainbow zu spielen, ist das sein Problem. Ja. Ja, das ist halt einfach dann, ich meine, das ist halt null Hirn, ne? Du rennst halt einfach immer rein und dann ist es eine reine Reflexgeschichte und Training halt, ne? Einfach möglichst schnell genau aufs Ziel zu zielen. Das ist halt, wenn du es jeden Tag 10 Stunden spielst, dann kriegst du es halt irgendwann. Ja, das ist genau der Punkt. Und wenn du so ein Kiddie bist, bist du mit Reflexe eh nochmal ein bisschen besser. Bana. Ah. Der Ich Azrael. Irito. könnte jetzt Thatcher nehmen oder Dekapi. Kali, um was zu Dekapi. entstroben. Oder Klassiker Ying. Ja, für den Oder aufgeben und Strom. IQ spielen, aber. Kann man nie Naja, aufgeben. aber scheiß auf Strom bei Bombe, ne? Also, Hier brauchst du nicht so hart. Und so auf es ist Schwimmen manchmal hat schon dein ganz Level so gut, gar aber nicht, man ne? kommt auch durch die Türen ganz gut rein, immer bei Bombe, weil es so viele. Jetzt 2 Räume gibt mit vielen Zugängen dann insgesamt. Du kriegst ja auch oft einfach Gibt mal mit eurer so einen Drohne unterwegs alle Stromdraht, den meine kriegst du ja nur Bomben doof nochmal auf. weggeschossen oder so, das geht ja auch nochmal. Der KI ist tatsächlich nerviger, weil du nie weißt, wo die Krallen sind. Busch Ranger nicht, aber oben irgendwo, glaube ich, ja. Über Busch Ranger. Ja, okay, da sitzt sie Waschküche in. und Dingsbums, Achtung, genau, eure ja. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Spielzimmer, ist der andere. Ja, wir haben nichts für die Wände, das ist sehr gut. Da kommen wir einfach durch. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Einsatz in Schilde. 5 Sekunden. Hat er mich jetzt gerade gesucht da? Der ist so stehen geblieben, er hat sich 5-mal umgedreht. Ja, wahrscheinlich. Gelangt zu Ihrer Position und entschärft sie. Ja, verdammt. Das ist auch krank, wie schnell die sich so hinlegen können, als ob die einfach nur in sich zusammensacken. Kein normaler Mensch lässt sich so auf den Boden fallen, da wäre der Steißbein wird dir 3 Wochen später noch wehtun. Und der Schmerz ist nicht angenehm. Wenn du mal wirklich richtig hart aufs Steißbein fällst, dann willst du auch nur noch sterben, ey. Ist Oh mir schon ja. mal passiert. Ich konnte gar nicht atmen. Ja. Das. Du hast den Entschärfer fallen Natürlich! lassen. Natürlich! Entschärfer wurde erneut gesichert. Jetzt nehmen die anderen Mittel die Deckung weg.
Er hat einen Freiflug gemacht. Alter, was ist denn hier passiert? Da oben ist eine Cam. Schild ist weg. Boah, ist der Idiot. Blöd. Wenn's reinging. Ich meine, einer von mir. Scheiße, ey. Du hast doch fast den Kopf geschossen jetzt, ey. Alter Schwede. Zwei Gegner noch, Maestro und Legion. Oh, ist ja schon auf. Ein Gegner verbleibt. Nur noch Maestro. Brille anziehen. Licht da an. Oh, da war er. Oha! Eliminiert. Profi timed sowas. So und geil! Und so ein Legion-Ding auch noch. Hast du vor lauter Schreck gemessert? Ich bin einfach lauter spastisch mit dem Daumen, habe ich zu stark die Maus gegriffen und dann war der Knopf da halt. Ah. Ich habe halt unten ist die Ablagefläche für den Daumen und da drüber ist der Knopf und ich bin dann mit dem Daumen so ein bisschen hochgerutscht. Mhm. Ich fand, er braucht aber es sah doch sehr stylisch aus. Ne? Ist ja super. Messern, springen, killen und dann noch in zwei Fallen rein. Ja. Und das überleben. Easy. Ja. Lustig wäre gewesen, wenn der Kapkan-Fall auch noch dagegen gegangen hätte. So. Da weiß ich aber nicht, die hätte mich früher getroffen. Ne? Also da weiß ich nicht, ob das dann gereicht hätte. Weil die ist ja beim Durchgehen schon, die anderen erst, wenn ich unten aufkomme. Ja, aber wenn du es vom Schaden hättest, du es überlebt. Wir müssen eine Bombe auf. Weiter auf 100? Du hast 100 gehabt, ja. Also 60 runter, glaube ich, oder so, ne? Ja, also man kann durch zwei auf jeden Fall durch, ohne zu sterben. Ja, besser auf 60, zumindest wenn man sprintet. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn man sprintet oder wenn man geht. Nochmal. Ich glaube, die sind wieder hier, ja. Ja. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Alter, was hat der Grübe denn da gerade gemacht? Das sah ja krank aus. Das ist kein Mensch. Gesehen? Nee, ich hab grad weggeswitcht. Nur den Anfang irgendwie gesehen. Da kommt der irgendwie um die Ecke, dreht sich einfach um sich selbst in der Hocke. Ey, das ist so krank aus. Möchte ich gerne mal in echt sehen, das einer macht immer. Ich möchte ja einiges mal sehen, auch wenn die so aus 8 Metern Höhe aus dem Fenster springen und dann einfach unbeeindruckt weiterlaufen. Mhm. Vor allem mit x Kilo Gewicht, ne? Ich meine, schlepp mal 200 Schuss Munition, das ist nämlich auch nicht ohne. Auch einige Kilo, die du mit dir rumschleppst. Vor allem das hier, ne? Die 556er geht noch vielleicht einigermaßen, aber. Oh, sackschwer. Piano Stairs Stock. Wow. Ah, fuck. Sorry. Ich glaube, im Bad war einer. Bin ich sicher. Drohne. Ja, im Bad. Natürlich. Wie hat der dich jetzt noch gekriegt? Der Gojo, das weiß ich auch nicht. Der ist nicht nur im Bad, da sind zwei. Das kann er doch vergessen. Er schießt einfach sein scheiß Schild, dann wäre er verbrannt. Also Ash. Einer ist im Schraum. Einer ist in dem Raum. Wenn du zur Tür reinkommst, hart rechts war er. You're green, direct in the right. Fight the bomb. Toll. Eigener Trupp wurde eliminiert. Ist auch blöd, ich hier wieder von der anderen Seite angreifen sollen, dass man so ein bisschen das Kreuz vorher nimmt.
Die anderen machen ja auch nichts Sinnvolles. Müssen wir das zu zweit irgendwie machen mit der Zangenbewegung. Wie schön. Wir haben ja sonst nichts anderes zu tun im Leben hier. Wieso müssen wir eigentlich immer wieder... Meine lieben Jungs, ich verabschiede mich. Was? Du, wenn nach dem Match erfährst du, wie ich eingerenkt werde. Das willst du nicht mehr wissen. Ah. Du bist gemein. Ja. Nee, du bist gemein. Du willst uns hier verlassen. Aber es ist erst 1-1. Ja, es geht ja auch nur bis 5-4. Ich wollte gerade sagen, wir gewinnen jetzt einfach 4-1, aber okay. Also, ja. Nee, sorry, das mache ich nicht mehr mit. Boah. Gute Nacht. Hold up, ey. Oh, hallo? Hi. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Gute Nacht, habe ich gesagt. Ja, du mich auch. Okay, ciao. Schön. Ciao. Gute Nacht. Boah, wo sind sie denn jetzt? Esel sind sie. Also beim Bullenreiten. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Yeah! Einsatz in 10 Sekunden. Also wir hatten heute schon einige gute dabei. Wir haben auch echt Spaß dabei, ne? Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach. Okay, jemand eine Idee? Bullen angreifen, ist immer scheiße irgendwie, ne? Ich würde hier Schlafzimmer rein und mich dann durch die Wand sprengen und dann folge ich unauffällig. Drohne ist aktiv. Das Schlafzimmer ist frei. Badezimmer ist auch frei. Bin drin. Waschküche ist frei. Kannst vorrücken in den Spielraum. Claymore gelegt. Im Spielraum. Sicher hat keiner da hinten, deswegen werde ich gleich erschossen, aber ich drücke mal weiter. Ist sicher da hinten. Okay. Okay, zwei Leute sind hier. Rechts haben sie ein verstromtes Schild. Und zwei Leute orientieren sich dahin. Einer kommt vom Fisch. Gerade weggelaufen. Plante. Entschärfer ist offline und aktiviert. Wächst du zu meiner Tür? Überkreuz? Ja. Gewitsch. Kommt er bei dir? Weiß ich noch nicht. Ja, kommt hier. Brille anziehen. Lichter an. Da war er hier. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Harley, jetzt war das bald. Auf einmal höre ich nur von links, hatte ich, hä? Ja, ich hab ihn da ein bisschen rausgetrieben. Der ist dann wahrscheinlich hintenrum durch den Gang und dann nach links, ne? Da hat sich gedacht, fuck, der ist doch noch einer. Ich hätte einmal zu meiner Tür und einmal zu deiner Tür rausblenden sollen und dann hätte ich raussprinten können. Aber naja, hat ja alles geklappt. Spielzimmer und Games. Also Spiel und Laundry, besser gesagt, wollen sie haben. Wollen wir das? Bushranger wollen wir. Aber ich finde es nicht. Bushranger, ja, für so vielen Leuten. Leider gar nicht, ne? Carrera ist geblockt. Alter. Aber vielleicht fühlt sich ja jemand anders noch berufen, wenn jetzt einer noch sieht. Ah, Bushranger geht. Bushranger. Den Rook, mit dem kann man nichts falsch machen im Notfall. Da ist allerdings eine Mira und mit der kann man leider im Notfall sehr viel falsch machen. Ja. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Ja. Ich versuche das Schlimmste zu verhindern. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt, zum Angriff bereit machen. Achtung. Gefunden.
Sah jetzt aus, als würdest du beaufsichtigen, wie die Leute sich die Rüstung holen. Das sah super gut aus. Ja. Warum liegt das hier? 10 Sekunden noch. Stacheldraht in der Tür, das geht mir auch schon wieder ein bisschen gegen. Nur noch 5 Sekunden. Nur ein kleiner. Bombe vom Gegner entdeckt. Was? Das wird ziemlich brennend. Badezimmer sind, glaube ich, welche. Im Office über der Garage sind welche. Bug habe ich von draußen erschossen, durchs Bad, ey. Ja, super. Ja, klar. Hm, genau der Typ war das. Hätte ich mal. Ich bin mit ihm. Den habe ich schon gemeldet. Muss er irgendwann mal was Komisches gemacht haben. Ja, hat er auch. Ja, nochmal dasselbe, weil es ja so... Weil es so super funktioniert hat, ne? Alter. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Standort der Bombe in Gefahr, entsprechend planen. Sender wird aktiviert. Mein Trumpf ist einsatzbereit. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ich lade nach. Noch 5 Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Hier im Bad kommen welche. Wechselmagazine. Ja, natürlich. Natürlich, der Keck-Typ schon wieder, ey. Der Astrail hat mich durchs Holzfenster, der hat mich nicht gesehen. Auch im Replay hat er mich nicht gesehen.
Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Ja, wenn man sofort wieder reinrennt, ne? Ja. Nicht ernsthaft! Don't take it three times, oh my god. Ja, der letzte. Alter, drei Runden das gleiche. Nachdem man es schon zweimal verloren hat, ey, das ist. Und jetzt nicht irgendwie nur knapp verloren hat, sondern hart verloren hat. Irgendwie nichts mehr zu ein, ey. So. Kann auch nichts mehr einfallen, ey. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Störsender gestartet. Doppelter Ärger! Es bleiben 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Mehr bei dir? Ich habe hier mehrere gehört. Ne? Oh, scheiße, hier am Fisch ist einer. Nitro wurde eingesetzt. Der Fisch ist weg. Ist auch weg. Der letzte ist draußen am Fenster beim Objective. Am Schlafzimmer hinten. Der Azrael. Naja, lass lieber, glaube ich. Gemessert hat er den Lutscher. Sehr schön. Alter, was war das? Sophia sprengt und er rennt los. Was war das, Alter?
Hat die sich gerade selbst geblendet und den Gegner nicht oder was? Weil der war ja nicht betroffen irgendwie. Nee, es war eine Explosionsgranate, war keine Stun-Granate. Oh my god. Ich hab die schon gemutet. Haben sie mal reagiert? Nee, ne? Nein. Ich hab's auch schon gemutet. Das Dumme ist, ich kann meinen Trick, wo ich dem aufgelauert habe, jetzt nicht nochmal machen. Andererseits ist aber eine super Verteidigung an der Stelle da im Office. Leg sie einfach hinter den anderen Tisch. Ist aber der einzige, wo man in alle Richtungen Deckung hat. Und wo sie nicht hingucken, weil das nicht der Laufweg ist. Alter, der hat mit Mühe und Not jetzt gewonnen, ne? Und jetzt kriegt er gleich die Pool nochmal. Es ist so die Wahl. Die Wand ist gesichert! Ich weiß auch nicht genau, wo die reingekommen sind, aber die sind irgendwie aus Richtung Garage gekommen. Da kann man sie aber auch sonst schwer abfangen, ne? Nur noch 10 Sekunden. Stimmt. Die haben jetzt über auf dem Tisch, wo ich eben drunter gelegen habe, haben sie eine Drohne stehen gehabt. Die hab ich mal direkt weggenommen. Bombenstandorte sind sicher. Haid geht spawn peeken. Mein Trumpf ist einsatzbereit. In der Garage kommen wieder welche. Hier bei mir am Gangfenster auch. Errichte eine Barrikade. Den habe ich. Diffuser im Ring hier bei mir. Komm zu dir. Komm im Norden. Die Tür zum Office habe ich zugemacht. Ich bleib vielleicht hinten. Hier habe ich keine Deckung, wenn sie schießen, auch doof, ne? Den Mann habe ich im Durchgang erschossen, der ist bis dahin geflogen, Alter. Der wollte mich noch mit seiner Leiche bewerfen. Die Spritze ist oh, da kommt der Kopf, ne? Ich hab nur die andere Tür, glaube ich, aufgemacht erstmal. Mhm. Zeig mich mal. Magazinwechsel! Haben sie vielleicht nur mich auf dem Schirm, weißt du? Das ist der Plan. Mhm. Schmerzhafter Plan, aber ist ein Plan. Gift in Position. Hier habe ich ein bisschen Deckung. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Ich hab dich zwar mal getroffen, aber. Nicht schlimm, ist okay. Kontaktgranate! Das Krieg war dreckig, von zwei Seiten gleich. Er schaut mich scheiße. Hier bei mir. Scheiße. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Wir hätten ein bisschen großräumiger verteidigen sollen, ne? Ja, das Problem ist, wir hätten auch keine Wände aufmachen können, nur in einen anderen Raum gehen oder so. Das sind alles Steinwände. Keine Chance, ey. Ja, höchstens die Türen auf, dass man halt die zwei Zugänge bewacht vom Office aus und vom aus Richtung Bulle oder so irgendwie. Aber dann, das Bullending ist natürlich schwerer zu bewachen als das Office. Das stimmt. Aber natürlich jetzt für uns beide auch total kacke. Jetzt zweiten im Raum da und vier Leute kommen, ne? Also das ist natürlich harter Scheiß. Hm. Aber die anderen wieder nichts haben. Ich wollte eigentlich, nachdem wir den einen umgehauen haben, raus, aber dann war da draußen schon wieder überall Action und sonst hätte ich mich wenigstens ins Office stellen können. Oh, scheiße. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren.
ist, glaube ich, Gaming. Ja, die machen schon wieder die gleiche Verteidigung wie vorhin. Ash ist schon direkt tot. Ja, klar. Aus der Garage rausgesprungen, der Penner. Letztes Frost übrigens, müsst aufpassen. Jetzt noch Frost und Gojo. Frost war in der Garage vorhin, als ich gestorben bin. Einer ist an der Treppe nach unten, wo ihr rein wolltet zuerst. Also jetzt hinten rechts, da die, aus der Tür raus und dann die Treppe, da war er. Das war Frost. Links hinten, glaube ich. Es bleiben noch 15 Sekunden. Letzter verbleibender Gegner. 10 Sekunden übrig. 5 Sekunden. Ich muss planen. Scheiße. Ja. Das Zeitlimit ist erreicht. Der mit dem Feuer war gar nicht so doof, weil ich dachte, das Feuerring ist nicht weit genug. Ja, aber ich meine, war ja bloß so ein paar Sekunden. Das, der muss ja bloß um die Ecke gehen, dann schaffst du es schon nicht mehr so weit zu laufen. Wenn es vorher nicht gemacht hätte, wäre er vielleicht gekommen beim Tippen, aber mit dem Feuer. Weiß ich auch nicht. Ja, schwer zu sagen, ne? Gold 3. Gold 3, guck mal an. Letzten Match ist das aber auch ziemlich auf Frisse gekriegt. Naja, die letzten beiden haben es wahrscheinlich. Also, das Vergnügungspark-Ding, das war halt scheiße, weil das hätte man nicht verlieren müssen. Das nur wegen den Vollspasten.